Was bedeutet Al-Hadith Al-Musalsal? Al-Hadith Al-Musalsal bedeutet, vielleicht kennt ihr das Wort Silsila, schon mal gehört. Gibt es im Türkischen auch, oder nicht? Das Silsila ist ja so eine aufeinanderfolgende Reihe von etwas. Ne? Und der Al-Hadith Al-Musalsal bedeutet, dass in dem Hadith durchgehend eine bestimmte Eigenschaft eingehalten wird. Tamam? Masalan, beispielsweise sagen wir, es gibt ein Hadith, das nennt man Al-Musalsal bil-Awwaliyya, der diese durchgehende Charakteristik hat, dass er von jedem Tradenten der erste Hadith ist, den er von diesem Scheikh gehört hat. Zum Beispiel der Hadith Ar-Rahimuna, Yarhamuhum Ar-Rahman. Yarhamu man fil ard, Yarhamkum man fil sama. Diejenigen, die barmherzig sind, Ar-Rahimuna Yarhamuhum Ar-Rahman. Denen gegenüber wird der Ar-Rahman barmherzig sein. Seid barmherzig mit denen, die auf der Erde sind. Der im Himmel ist, wird mit euch barmherzig sein. Diesen Hadith, der wird in einer Musalsal-Variante überliefert, sodass jeder Tradent sagt, das ist das Erste, was mir mein Sheikh sozusagen, was er tradiert oder was ich von ihm gehört habe. Hm? Jeder einzelne Tradent sagt, das ist das Erste, dann kommt er vorher und sagt, das ist das Erste, was ich von ihm gehört habe und so weiter. Auch bei diesem Hadith gibt es diese Eigenschaft, dieser Tasalsul, und zwar, dass jeder Tradent zu dem Zuhörer oder dem Empfänger sagt, ja, Fulan inni uhibbuk, fala tada' an taqul bi duburi kulli salati, kada wa kada. Also tradiert das und auf diese Art und Weise durchgehen. Das ist zwar, hat ja an Yani Hadith technisch gesehen keinen, also beeinflusst nicht den Wert oder die Qualität des Hadith, aber es ist halt etwas Interessantes dennoch. Ja.